Guter Rat ist teuer, gute Koi auch. Ja, leider. Wie immer. In welchem Preissegment sind denn eure Ski, die ihr produziert? Um die 1000 Euro. Geil. Und das ist dann schon sowas, wo ich in den Weltcup fahren kann? Post. Natürlich ist es so, ich glaube, ein echter Weltcup-Ski ist für nicht für jedermann, um es ehrlich zu sagen, aber unsere Rohstoffe bzw. unsere Materialien, die verarbeitet werden, sind die gleiche Qualität wie im Rennsport, auch kommerziell verwendet. Natürlich in einer anderen Mixtur, logisch herunterskaliert auf den guten Skifahrer, der Freude am Skifahren haben möchte, wo es nicht um jede hundertste Sekunde geht. Aber prinzipiell, das war der große Anspruch, ein sehr qualitativ hochwertiges Produkt und vielleicht sogar am Skimarkt die Benchmark dann zu setzen. Ich bin gespannt. Ich lerne ja auf den Dingern zum zweiten Mal Skifahren. Ja. Das Krasseste, als ich bei ihm war, dann war da so ein Skiständer mit seinen ganzen Rennskiern noch drin. Und ich bin eigentlich davon ausgegangen, als jemand, der überhaupt keine Ahnung hat, dass je professioneller die Dinger werden, wie bei den Flugzeugen, desto leichter wird es, dass ihr möglichst wenig habt, dass ihr eine hohe Dynamik habt. Dann will ich das Ding da außen. Das ist ja unglaublich, wie schwer diese Rennskis sind. Warum sind die so schwer? Dass ihr mehr Kraft umsetzen könnt, oder? Es ist einfach sehr viel drinnen in diesem Ski. Das klingt doof, aber da ist so viel reingepackt von sehr viel Holz, sehr dichtes Holz. Originalholz? Das ist da außen alles Plastik? Innen drinnen ist Holz. Für was das? Holz hat die beste Eigenschaft. Biegesteifigkeit mit Torsionssteifigkeit. Also Holz hat einfach die Eigenschaft, die ein Ski haben muss. Es gibt bis heute keinen besseren Rohstoff als wie Holz als Basis. Und das kann man mit keinen Kunstmaterialien? Holz ist das Stabilste, was die Temperatur betrifft. Plastik verhält sich natürlich extrem kritisch gegenüber Temperaturschwankungen. Also wenn wir gewisse Frühlingsrennen haben, dann haben wir plus 20 Grad mit Sonneneinstrahlung berechnet. In Nordamerika, Kanada, kann schon sein, dass es bei minus 40 Grad ein Rennen stattfindet. Also 60 Grad Unterschied, und das muss aber immer funktionieren. Und Holz ist sehr stabil in der Temperaturstabilität und hat natürlich ist ein lebender Rohstoff. Also das ist schon sehr spannend. Aber dort ist natürlich sehr viel begraben und steckt sehr viel drinnen, welches Holz wird verwendet. Dann kommen verschiedene Kleber, Carbon, Aluminium und noch ein paar Kleinigkeiten. Aber natürlich, ein Rennski hat locker über 10 Kilo. Haben deine Ski, als du noch aktiv gefahren bist, kannten die im Geheimnis? Also mit anderen Worten, wenn einer deinen Ski nachts geklaut hätte und ihn aufgeschnitten hätte, hätte der was gefunden, wo er sagt, deswegen, unter anderem deswegen unter anderem war Marcel so schnell. Aber es ist halt das Schöne, wenn so viele Komponenten zusammenkommen, dann braucht es viel mehr als wie nur einen Schnitt durch den Ski und zu sehen, was drin ist. Temperatur, bei wie viel Grad wird der Ski verarbeitet, unter welchen Voraussetzungen, bei welcher Luftfeuchtigkeit. Also es ist schon eine kleine Wissenschaft. Und dann kommt noch natürlich, wenn der Ski aus der Presse rauskommt, dann ist es ein Rolling. Diesen dann zu formen, das ist eigentlich dann mitunter die wahre Kunst. Und mit anderen Worten, was du jetzt mit Van Dier, mit deiner eigenen Marke machst, da lässt du das ganze Wissen, was du in 15 Jahren Profisport als der mit Abstand beste Fahrer, was du da an Erfahrung gesammelt hast, das setzt du jetzt quasi in deine eigene Marke um. Absolut, weil ich einfach möchte, dass wir ein ehrliches Produkt haben, das dem Kunden das Skifahren leichter macht und mehr Freude bereitet. Also ich halte nichts davon, wenn man einfach ein Ski aus dem Regal rausnimmt, aber der Ski eigentlich halbfertig schlussendlich ist. Also ich möchte schon dem Kunden dieses Gefühl, was ich jahrelang selbst erlebt habe, möchte ich dem Kunden auch vermitteln können. Und ich glaube, das schaffen wir ein Stück weit, und es macht sehr viel Freude und sehr viel Spaß. Und wenn du dann das Feedback kriegst und sagst, der Kunde, hey cool, sowas habe ich noch nie unter meinen Füßen gehabt, und sowas macht schon sehr viel Freude und gibt dem Ganzen auch sehr viel Wertschätzung. Am Ende genauso wie mit unserem Koi-Futter, ein Number One Pellet sieht aus wie ein Number 3 Pellet, und erst wenn du es anwendest, dann siehst du, dass in Nummer 1 quasi alles drin steckt, was wir wissen, was wir können, natürlich zum anderen Preis wie beim Number 3. Was fütterst du? Number One. Hast du mal was anderes gefüttert? Ja, zu Beginn, weil man dachte,
sieht gleich aus, es schaut gleich aus, es ist, nicht, kein Unterschied. Aber seit dem Number One Filter geht es natürlich schon rapide bergauf und das Wachstum ist natürlich schon unglaublich. Schön. Absolut. Und deine Wasserqualität ist auch gut? Top. Dann kein Problem. Dann sag du mir jetzt, also das ist auch ein Naturprodukt, die Ojibwa, da ist auch Holz drin und drum sind die außen braun. Nimm den und den. Nur ein? Nur ein. Okay, dann musst du, wo dein Herz für schlägt. Wie groß? Jetzt? Na, Potenzial. Potenzial, also der hat jetzt 39, also 41 haben. Und über 80 gehen die alle. Oh ne, 40. Also sieht mehr aus, als es ist. Und der ist auch, hat einen breiten Kopf, geht schön hoch, hat einen schönen Rücken. Schöne Zeichnung. Ja, ist so. Also ich sehe schon, bei dir hilft mein ganzes Verkaufsgeschick nichts. Nö. 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 Wann hast du jetzt angefangen mit deiner Skifirma? Erst vor kurzem, oder? Wir haben letztes Jahr im Frühling die Entscheidung getroffen. Mhm. Sprich, wir sind jetzt... Ach, da ist die Entscheidung erst getroffen worden. Ja. Und von dem her sind wir seit ungefähr einem Jahr, gibt es die Firma. Mhm. Und die Entwicklung ist natürlich schon sehr schnell, sehr rasant. Ja. Aber sehr, sehr cooles Team mittlerweile. Ja. Und wie eingangs erwähnt, also das Schöne ist, dass mein Team, mit dem ich zusammengearbeitet habe in all den Jahren, sind jetzt Teil des Teams und schon cool. Eine große Familie. Geil. Und ihr lasst produzieren oder habt ihr eine eigene Produktion? Eigenproduktion. Und aber jetzt erzählen wir noch, dass du abends dran stehst und die Hölzer am Feilen bist. Es war zu Beginn so, dass wir schon die ersten Pakete haben wir selbst eingepackt und waren selbst mit dabei und haben wirklich Hand angelegt am Produkt. Und mittlerweile ist es natürlich nicht mehr bei jedem Produkt möglich, aber es geht schlussendlich kein Ski ohne Qualitätssicherung raus, wie zum Beispiel. Wie viele Stunden deiner täglichen Arbeitszeit widmest du dem Projekt? Bist du da voll drin oder mehr so Markenbotschafter oben, Strategie, ein bisschen nein, nein, das? Nein. Also täglich sind es sicher einige Stunden, was ich jetzt schon ein bisschen reduziert hat im Vergleich zum Beginn, dass ich wirklich von morgens bis abends dort stehe, weil dann hätte ich eigentlich gleich Profi auch noch bleiben können. Ja. Aber nein, ist schon täglich, ist eigentlich meine tägliche Arbeit, ja. Cool. Aber macht Spaß. Cool. Wenn das Umfeld stimmt, dann ist es eigentlich meistens lustig. Wie weit ist die Produktion weg von da, wo du wohnst? Die Produktion ist schon 1,5 Stunden weg. Oh ja. Sonst hätte ich gesagt, hätten wir mal vorbeifahren können, das würde mich mal interessieren. Ja. Müssen wir mal ein Date machen irgendwann. Das machen wir. Ist spannend, da kann ich dir dann mehr erzählen als wie aktuell. Ja. Gimrin Kohaku, interessant. Als ich dir das Video vor 2 Monaten geschickt habe, waren die alle mehr oder weniger gleich groß, so um die 35. Und da hat sie jetzt wirklich, zumindest was Körperform angeht, die Spreu vom Weizen getrennt. Der hier ist ein absoluter Gigant, was Körper angeht. Der ist sehr gut, was Körper angeht. Und der ist wirklich schön. Der ist wieder schön, was die Zeichnung angeht, aber es trifft es auch wieder. Wer schön sein will, muss leiden. Pass mal auf, ob wir noch einen haben. Hier haben wir noch einen, der sich, ne zwei sogar, die sich mittlerweile sehr gut entwickelt haben. Also sind wirklich von den besten Jumbo-Tosai des Jahres, von den Varietäten, wo Makoto wirklich ganz, ganz viele hatte und wo er dann auch entsprechend Top-Tiere schon als Tosai abgibt. Der kam jetzt noch hinzu, den finde ich auch ganz großes Kino. Der hier auch. Aber wenn es wirklich darum geht, Innenhälterung groß machen, über den Winter sehen, was passiert, sind die drei eigentlich so die Gems. Auch alle drei ein unterschiedliches Rot. Der wird im Außenbereich richtig so das Magenta-Rot kriegen. Der auch. Und das wird mehr so ein Rot-Rot. Aber unglaublich, was in den Skifirmen eine Wissenschaft drin steckt. Ich hätte echt gesagt, dass da mehr oder weniger das Wissen bekannt ist und dass es Maschinen gibt, wo die in tausender Stückzahlen runterfliegen. Gibt es natürlich auch. Ja. Aber darin liegt dann die Qualität. Ja.
Also es gibt natürlich die meisten, also sehr viele, ein Großteil der Ski, die am Markt sind, da ist kein Holz mehr drin. Gar nichts mehr. Einfach Plastik und Schaum. Schaum. Krass. Und das ist natürlich, kann man einfach nicht vergleichen. Und darunter leidet natürlich die Fahrperformance, die Freude, der Spaß. Also mit der Verletzungsgefahr hat das auch was zu tun? Absolut. Also wenn ein Produkt nicht funktioniert und nicht dementsprechend dir ein gutes Gefühl dabei vermittelt oder die Manövrierfähigkeit darunter leidet, ergo bin ich mehr der Verletzung ausgesetzt oder ich fühle mich sicher und habe das Gefühl, hey cool, das fühlt sich gut an, ich habe das Ding unter Kontrolle, weil es genau das macht, was ich möchte, bin ich sicherlich sicherer unterwegs als wie... Macht Sinn. Aber das ist wie mit einem... Wenn beim Auto... Number One füttern, fühle mich auch sicherer als beim Nummer 3. Das ist beim Auto genau das gleiche. Auto, wenn die Bremsen kaputt sind, dann ist es vorbei. Und von dem her, ja, gute Bremsen, fühlt sich gut an. Das stimmt. Ein gutes Fahrwerk auch. Jo. Was sagst du zu dem Gimonko-Akku? Mega. Natürlich sehr schwer jetzt gerade. Dann müssen wir die kleinsten erstmal raustun. Mhm. Oder liebäugelst du auch mit dem kleinen? Der ist natürlich von der... Sag ich mal cool. Vom Ginrin her schon mega. Aber das Ginrin spielt bei mehrfarbigen Koi nicht so die ganz große Rolle. Weil, also bei einfarbigen Ginrin ja, bei mehrfarbigen entscheidet eigentlich mehr die Zeichnung. Die ist eigentlich fast wichtiger als das Ginrin. Mhm. Dann machen wir mal den kleinsten raus. Eigentlich geht es zwischen diesen beiden. Raus. Ich habe übrigens gerade gesehen, dass ich noch einen weißen Schüssel hier habe. Da können wir nachher auch noch die Entscheidung treffen zwischen zwei. Mhm. Cool. Also dann nimmst du jetzt beide. Genügsamer Marcel. Nein. Gut selektieren und überlegen. Ja, das stimmt. Ja, den Anfangsfehler hast du ja schon gemacht. Den habe ich schon gemacht. Viele. Ja. Deine Innenhalterung ist ja abgesichert, dein ganzes Haus ist notstromversorgt, gell? Kann nichts passieren. Ja. Weil du hast ja einen Heizungsraum drin, wo richtig Temperatur ist. Das ist eigentlich super, also ich muss eigentlich nichts heizen und habe so konstant 25 Grad. Das ist eigentlich wirklich praktisch, also ist fein. Aber ohne Notstrom oder Notsauerstoff geht da gar nichts. Einmal nein. Stromausfall, da wäre eine 10-Minuten-Schicht im Schacht. Ja. Da waren so viele Fische drin letztes Jahr. Mhm. Hast du da viele rausgesetzt? Ja, ich habe sehr viel rausgegeben, vor allem die Big Scale. Mhm. Die haben sich mega entwickelt. Ja. Das ist natürlich Geschmackssache. Ja. Aber mir taugen sie persönlich voll. Also bin gespannt, wenn du dann kommst. Ja. Ist cool. Da hinten habe ich einen gesehen, der ist ziemlich ähnlich. Okay, schauen wir nachher an. Den hier. Ja, der war synchron jetzt. That's the one. Also da ist wirklich auch wieder, trifft zu, dass, so noch mein Flipflop kaputt gegangen, dass rein die Zeichnung ist jetzt so einen japanischen Geschmack nicht der Überflieger. Körper ist Weltklasse, Qualität ist super und ein bisschen eine andere Zeichnung, dann hätte man Kotto ihn auch nicht hergegeben. Dann gehen wir zu den Shusui. Und da bin ich mir jetzt nicht mal mehr sicher, für welchen du dich entscheiden willst. Oh, oh Mann. Nichts passiert. Nicht eingefädelt. Ja. Nur kurz ein bisschen unsicher auf dem linken Ski gestanden. Aber die haben schon eine Eigenheit, gell, die Shusui. Die Shusui, da hängt halt Asagi-Blut mit drin. So. Er ist relativ einfach, oder? Mhm. Also ich würde immer noch beim Westen bleiben. Ja. Hier, auch wieder. Zum Erklärung, er hat einen viel kürzeren Kopf, den sieht man fast gar nicht. Mhm. Die Qualität ist super. Aber witzigerweise, vertrauen Sie in Shusui, die das Orange nachschieben, die haben einen sehr hohen Farbstoffwechsel. Das funktioniert, da ist eigentlich die Wahrscheinlichkeit gegen null, dass sie das Rot verlieren. Mhm. Der hat jetzt auch eine super Rotqualität, aber trotzdem ist der sicherer. Doch? Cool. Hier, du da, dann gehen wir mal zu den Showa.
bevor jetzt noch was passiert. Man muss immer wissen, wann genug ist. Auch Wahnsinn, auch gleich groß gestartet, ungefähr er hier. Perfekter Körperbau, der Schwarz wird kommen, ganz sicher sogar. Und der hat jetzt, als Jumbo-Tosa ist schon bei 46. Und er hier ist als Jumbo-Tosa ja schon nicht klein mit 38. So, aber die schwammen die letzten zwei Monate im gleichen Becken. Wahnsinn, welcher Unterschied. Unglaublich. Da würde ich dir aber wirklich beide empfehlen. Weil das der ist halt echt schön. Der ist echt schön, ja. Perfekte Zeichnung, ganz viel Zubosumi, schwarzer auf weißer Haut, tolle rote Zeichnung, toller Körper, beste Schwarzqualität, Motoguru nur im Ansatz von den Brustflossen, das Schwarz, nicht auf dem vorderen Flossenstrahl. Also alles Kampekides, also so wie es sein sollte. Und hier, das ist halt einfach Monster. Ich bin jetzt mal kurz am Schauen, ob der andere schon so viel Rot hatte. Ja, du musst echt bald kämen, gell? Weil ich gehe über. Ja, ich weiß. So. Also er hatte schon Schwarz, aber richtig. Der ist mega. Also der, glaube ich, kann also ich hab noch, werden. Ich will jetzt nicht übertreiben. Aber ich kann mich nicht erinnern, dass mein Jumbo Tosai Showa mit der Körperform, was sagst du, Tim? Das ist abartig. Der Augenabstand heißt im japanischen Mehaba. Und wenn du zwischen Augenlinien nach vorne ist Messagi, das muss beides lang sein. Der Rücken ist super, die Muskulatur ist top, Schwanzansatz ist lang, die Körperlinie ist top. Also da würde es mich nicht wundern, wenn du den über den Winter auf 70, 75 kriegst. Und die rote Zeichnung ist auch spitze. Mega. Ja, da vertraue ich dir, Martin. Darfst du. So, dann nochmal Kohaku, da haben wir beim Becken noch einen ganz geilen. Auch wieder er die schönste Zeichnung und die zwei haben unfassbare Körper. Und er hat übrigens auch eine geile Zeichnung, so mit diesem weißen Cut hier drin. Das kommt schon richtig gut. Aber das sind Zeichnungen, die schwere Zeichnungen bei Kohaku. Die brauchen einfach Größe, um zu wirken, aber auch 42 und das gleiche haben 43, ja 44 sogar. Und er hier 38. So. Was ich bei den Kohaku immer so cool finde, wenn der typische Kohaku-Kopf, das hat der fast das mehr, oder? Der hat den Kohaku-Schein. Die haben mehr die spitzeren Köpfe. Ja. Schnelle Entscheidung, guter Koi. Wenn der groß ist, wird der richtig gut. Weil insbesondere wenn Koi mal auf über 80 gewachsen sind, haben sie eigentlich ein besseres Standing, wenn sie mehr Rot haben. Die typischen Zeichnungen, wo auf kleinen Kohaku so leicht irgendwas elegant aussieht, wenn der Fisch dann mal groß ist, dann wirkt er mehr oder weniger matt. Aber die Würfe sind gefallen.
Dann haben wir. Danke. Dann machen wir den Gimrin Benigol. Den Gimrin Karashi. Und die Gimrin Karashi sind ja im Prinzip Orange Karashi. Die sind ja aus dem Asagi rausgezüchtet. Okay. Und das ist auch die Schwierigkeit bei ihm, wenn du genau guckst. Der hat hier oben ein bisschen schwarz gekriegt. Mhm. Und am Auge hat er einen schwarzen Punkt. Also da hast du ein relativ großes Risiko, dass der schmutzig wird. Und das kann beim Gimrin Benigol nicht passieren, weil da ist, er kann immer ein Chemie kriegen, aber da ist jetzt wirklich gar nichts reingezüchtet, was irgendwie die letzten paar hundert Jahre der Zucht schwarz hatte. Ich habe ja einen, gell? Gimrin Benigol. Letzten Jahr. Gut gewachsen. Benigol. Ja, aber... Nicht dein Fisch. Schon, aber legt man zu wenig zu. Die wachsen nicht so, gell? Also wir hatten drei Stück, zwei Jahre großgezogen. Einer, der hat jetzt 35, einer ist nicht so gut gewachsen, aber die anderen zwei, die haben glaube 40. Die anderen zwei haben glaube 15 cm, 20 cm beim Winter zugelegt. Also wenn die Körperform gut ist, und der hat jetzt offensichtlich auch alles, was es braucht, um gut und schnell zu wachsen, dann geben die schon Gas. Also ich würde sagen, den probieren wir, oder? Wir landen nochmal einer und dann schauen wir mal, was wir dann. Also noch nicht mein, noch nicht ganz mein Favorit. Okay. Wenn man das so sagen darf. Nein, muss ja nicht. 3000 Liter, ich sag mal, da kann man ja am Ende 700 Gramm füttern. Schätze mal, ein Kilo wird, wie viel hast du seither gefüttert maximal? Ab 2 Kilo hat es Spaß gemacht, oder? Nein. Das müsste halt auszuschneiden. 8 Minuten. 8 Minuten, ja, aber 8x8. Das sind ja 640 Gramm. Ja. Also das ist das, was ich sage. 700 Gramm ist das Maximum. Und jetzt müssen wir nach vorne denken, wenn jetzt hier das, also 2, 4, 6, 8. 8, vielleicht den einen noch als Wundertüte. Das ist was ganz Witziges. Das ist jetzt noch nicht so gewachsen in den letzten Monaten. Ist auch ein Showa. Und der kriegt jetzt hier unten. Ach, cool. Ja, schon ein geiler Fisch. Eigentlich, man muss auch mal. Man muss mal. Ich wollte gerade meine Hand abschütteln. Ich habe einen Kescher getroffen. Man muss auch mal Risiko gehen. Risiko ist es ja nicht. Im schlimmsten Fall wächst er einfach nicht so, wie man will. Jetzt haben wir 8 Koi. Wenn die am Schluss 4 Kilo. Pro Fisch haben 4 Kilo, sind es 32 Kilo, ja, dann kommen wir mit 700 Gramm, ist dann schon sportlich, aber dann läuft die Anlage eigentlich relativ fit. Ein Karashi braucht, oh, ich habe noch einen Koi. Ne, zwei. Die zum Teil geilsten Körperformen kommen aus Karashikoyo raus. Also da haut es dich wirklich um. Der hat jetzt noch eine weiße Zeichnung, eine kleine. Ob die bleibt, kann ich dir nicht versprechen. Aber der Körperbau ist was ganz Außergewöhnliches. Richtig geil. Ob das Weiße jetzt bleibt oder nicht, kann ich dir nicht sagen. Aber der wird A, schnell wachsen und B, wenn er mal groß ist, weil es geht ja nicht immer nur um Größe, sondern es geht auch darum, wie die Koi nachher aussehen, wenn sie groß sind. Und der wird richtig locker aussehen. Und jetzt wollte ich noch einen Goschki. Asagi hast du keinen, gell? Asagi haben wir gar nicht gehabt dieses Jahr. Nächstes Jahr wieder. Und nächstes Jahr gibt es auch Deutsch Showa, die sind schon geboren. Mhm. Und noch ein paar Budogoromo wird es nächstes Jahr geben, haben wir gezüchtet. Mhm. Das ist auch was Interessantes, der Goschki. Ja, mega. Hätten wir fast vergessen. Oh Gott. Ich würde sagen, die zwei nehmen wir noch, oder? So. Welcher war gerade nicht in deiner engeren Auswahl? Ach, der Benigol Gimrin, gell? Mhm. Aber ich würde mal stumpf sagen,
für 3000 Liter. Was meinst du, Tim? Das ist genau richtig. Eine richtig geile Auswahl. Mega. Aber dann will ich es natürlich auch nicht versäumen, dir noch unseren besten dreijährigen Karaschi zu zeigen. Und noch einen richtig geilen Deutz-Karaschi zweijährig. Weil Deutz-Karaschi wird es in den nächsten Jahren nicht mehr geben. Hast du schon einen guten Deutz-Karaschi? Ja. Und einen richtig, richtig guten? Ja. Okay. Ich zeige dir deinen super guten. Du siehst, es gibt immer noch eine Steigerung. Wo ist eigentlich du deine Verkaufs... Wie sagt man da? Schulung. Schulung. Du musst eigentlich super gewesen sein. Dann gibt es ab sofort schiefe 50.000 Euro. Garantie, 9-mal Gesamtweltcup. 67 Rennen hast du gewonnen. Ja. Und das 68. wird das erfolgreichste. Wobei, das kann man ja schon fast nicht toppen. Gibt es zurzeit einen Skifahrer, der das Potenzial hat, das irgendwann einzuholen? Wobei, ist jetzt eine blöde Frage. Den gibt es immer. Ja.